Jo, servus Leute, hier ist wieder euer Admiral und heute mal mit einer neuen Serie, die ab jetzt kommt, und zwar nenne ich die Serie Battlefield 3 Good Guns, also gute Waffen. Ja, in der werde ich jetzt einfach so meine Lieblingswaffen oder die besten Waffen in Battlefield allgemein so vorstellen und euch Tipps dazu geben. Ja, also fangen wir an mit der ersten Folge, und zwar, wie ihr schon seht, habe ich heute die MT-21 dabei. Die bekommt man nur, wenn man das Close Quarters DLC, den Close Quarters DLC gekauft hat. Muss man halt erst freischalten dann auch. Ja, jetzt zeige ich euch erstmal mal ein paar Informationen zu der Waffe. Und zwar, die Waffe hat 30 Schuss im Magazin, 31, wenn man mit mindestens einer Kugel im Magazin nachlädt. Sie feuert mit 900 Rounds per Minute, also Kugeln in der Minute. Ja, das ist ziemlich hoch für die Engineer-Klasse, so ziemlich, glaube ich, das größte, was es, die höchste Feuerrate, die es da gibt. Und allgemein einer der höchsten, also zum Beispiel nur die Farmers ist mit 1000 Kugeln die Minute höher. Also schon ziemlich gut. Die Waffe macht auf eine Distanz von bis 8 Metern ungefähr einen Schaden von 25, das heißt, ihr braucht 4 Kugeln. Und ab dann sinkt es, bis es auf einen minimalen Schaden ab, ja, ca. 50 Meter von 14,3% Schaden macht. Das heißt, ihr werdet da mindestens 5 Kugeln brauchen. Oder mehr halt, je nachdem. Aber ja, das ist halt der Minimum Damage und der bleibt auch so dann. Ja, es ist alles in allem eine sehr geile Waffe. Ja, übrigens im Hintergrund natürlich Rush auf Sharky Peninsula. Jo, mit der M21 Rotpunktvisier, Frontgriff und schwerer Lauf. Das ist auch mein Lieblingssetup mit der Waffe. Ja, weil es einfach mehr so eine, zu einer Allrounder-Waffe macht. Also natürlich mit der Feuerrate vor allem in Close Quarters zu empfehlen. Aber wenn ihr speziell jetzt Close Quarters spielt, dann würde ich dann doch statt dem statt dem schweren Lauf den Laserpointer empfehlen, weil es dann den Hip, die Hipfire nochmal deutlich genauer macht. Aber auf solchen Maps, wo man halt auch bis zur mittlere Distanz mit der Waffe spielen kann, ja hier, Fail. Ja, würde ich eben dann doch lieber den schweren Lauf empfehlen und halt eben Frontgriff, weil ihr seht ja auch, hier kann man auch nicht nur auf Close Quarter, sondern auch auf mittlere Distanz eigentlich ganz gut mit der Waffe abräumen. Deswegen ist auch einer meiner Lieblingswaffen, wenn nicht sogar, ja, fast meine Lieblingswaffe in der Engineer-Klasse. Sie ist einfach geil, das Design ist geil, sieht geil aus. Es gibt zwei Camos für die Waffe. Sie ist sowohl Nahkampf als auch mittlere Distanz eigentlich geeignet, und ja, deswegen kann ich es eigentlich nur empfehlen, und deswegen ist er natürlich auch in dieser Serie gut ganz. Ja, so, was kann ich noch zu der Waffe sagen? Ja, also wie gesagt, kann es euch empfehlen. Sie ist jetzt nicht so gut für längere Distanzen geeignet wie die M4, also die ist schon. Also die M4-1 ist natürlich für mittlere bis längere Distanzen deutlich besser. Ist eigentlich auch meine, ja, eigentlich Zweitlieblingswaffe in der Ingenieurklasse. Ja, dazu wird es natürlich auch nochmal in dieser neuen Staffel, sag ich mal, also Good Guns, wird es dazu auch noch ein Video geben. Die Waffe hat mir schon MW2 sehr gut gefallen. Und ja, jetzt gibt es ja natürlich auch seit dem DLC, wie gesagt, in Battlefield 3. Dafür allein schon finde ich Close Quarters wegen den Waffen, also von den Waffen her natürlich das beste DLC, also besser als Back to Carcant, weil ja, MTAR, ACR, AUG, würde ich auf jeden Fall empfehlen, selbst wenn euch Close Quarters nicht gefällt, wegen den Waffen lohnt es sich zu kaufen. Und jo, das Gameplay mit der Grund ist eigentlich auch ziemlich nice, habe ich gestern erspielt. Und jo, ich müsste gerade mal
Ich weiß nicht, wie viel Kills ich da mit der Ente habe. Ich glaube aber, mit der Ente habe ich auch die meisten Kills in der Ingenieurklasse. Also die benutze ich mittlerweile schon mehr als die M4-1, welche ich davor, bevor Close Quarters, immer benutzt habe. Jo, gut, ganz. Natürlich kommt auch von den Fällen. Kommt von jeder Klasse gute Waffen dran. Und ja, hier habt ihr jetzt gerade gesehen, ich habe den Typen auf der anderen Seite auch erwischt. Also ist eben auch ein guter Beweis dafür, dass er eben nicht nur für extrem kurze Distanzen geeignet ist, wie in einigen Videos, die ich schon über die Waffe gesehen habe, eigentlich gesagt wird, dass er jetzt also nur auf oder halt besonders auf Close Quarters halt spielbar ist. Aber ich finde es auch so allgemein sehr gut. Ja, hier wieder auch längere Distanz. Hier hatte ich Pech, dass ich nachladen musste und er mich gekriegt hat dann. Aber ich werde wiederbelebt. ja, noch zur Nachladezeit habe ich vorhin vergessen. Die ist 3 Sekunden, glaube ich, wenn noch eine Kugel drin ist und 3,2 oder sowas in der Art. Wenn man keine Kugel mehr drin hat, also dauert schon ziemlich lange. Aber ich finde, sie ist trotzdem gut spielbar. Weil es einfach, auch wenn es halt mit der hohen Feuerrate man oft nachladen muss, aber es reicht schon aus, um mindestens zwei Leute mit einem Magazin down zu bekommen. Und, yo, kann die Waffe nur empfehlen, wenn ihr es noch nicht probiert habt, probiert sie aus. Ja, wie gesagt, die Attachments meiner Wahl sind eben auf solchen Maps schwerer Lauf und Frontgriff und Optik, also. Rotpunkt oder holographisches Visier. Die normalen Iron Sights sind scheiße, wie ich finde, einfach nur schrecklich. Also, ja, das solltet ihr so schnell wie möglich irgendwas Neues Optik freischalten. Aber, jo, das war's dann mit dem ersten Episode von Good Guns. Jo, ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Wenn ja, dann bitte. Wie immer, Daumen hoch geben oder schreibt mir in meinen Kommentar, welche Waffe ihr mir empfehlen würdet. Also ich habe schon einige, die ich wahrscheinlich dran nehmen werde, aber ihr könnt ja auch eure Meinung dazu sagen. Also und jo, und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann könnt ihr mich auch abonnieren. Jo, das war's dann. Ich verabschiede mich. Danke fürs Zuschauen, Leute. Jo, macht's gut. Haut rein und ciao.